herzlich willkommen bei der ultimativen Chartshow der emotionalsten Momente aus Final Fantasy. Fangen wir an mit Platz 5. Das Ende von Final Fantasy 13.2. Oh, wie schön. Endlich mal ein Happy End in Final Fantasy. So, Cut, hier können wir die Szene beenden. Nichts da, Cut. Es geht nämlich noch weiter. Kurz nach der euphoriegeladenen Rückkehr von Noel und Sarah blickten viele Spieler fassungslos auf ihren Bildschirm. War die ganze Arbeit echt umsonst? Denn dass Noel in wenigen Augenblicken Sarahs leblosen Körper in den Armen hält, hat wohl niemand erwartet. Nachdem die beiden eine Odyssee durch die Zeit auf sich genommen haben, um das Ende der Welt zu verhindern, verwirklicht sich ihr schlimmster Albtraum am Ende doch. Und das kurz nachdem sie ihren vermeintlichen Sieg feierten. Moment mal, das Ende kenne ich nicht. So ja, ich hab's gespielt, aber bei mir haben die sich am Ende als Monster verkleidet und wollten so eine mutierte Tomate vergiften. Tatsächlich gibt es in Final Fantasy 13.2 alternative Enden, die je nach Spielverlauf freigeschaltet werden. Eins dieser sogenannten Endparadoxa ist der Puddingaufstand. Hier flossen wohl weniger Tränen als dann beim richtigen Ende. Platz 4. Die Verwandlung Ceciles vom Dunkelritter zum Paladin. In der tiefgründigen Szene steht sich Cecile im Kampf selbst gegenüber. Seine dunkle Seite gegen seine helle. Der müheloseste Weg zum Sieg war, den Dunkelritter einfach nicht anzugreifen. Verteidigung ist halt der beste Angriff. Oder so. So eine tolle Metapher. Erst wenn man seine Vergangenheit akzeptiert und sich selbst nicht bekämpft, gelangt man zum Licht. Die Verwandlung Ceciles in Final Fantasy IV gehört für viele zu einem der epischsten Momente der Videospielgeschichte. Eine solche Charakterentwicklung gab es in den Teilen zuvor noch nie. Man besiegt die Dunkelheit in sich selbst und zum Dank startet man wieder auf Level 1. Was soll das denn für eine Message rüberbringen? Kommen wir zu Platz 3. Oh. Bist du 12? Sei doch nicht so ein Kind. Wen nennst du hier Kind? Nein, ich hab mit 12. Der Kuss von Yuna und Tidus im romantischen Gewässer von Macalania ist einer der schönsten Augenblicke der Final Fantasy Reihe. Endlich konnten die beiden ihre Gefühle füreinander offenbaren. Oh, so romantisch. Aber auch super traurig, wenn man weiß, was danach noch passiert. Leider nimmt die Romanze aus Teil 10 ein tragisches Ende, als Tidus einen hohen Preis bezahlt, um die Welt zu retten. Platz 2. Kefkas Apokalypse. Viele Bösewichte in Final Fantasy haben schon versucht, die Welt zu zerstören. Nur wenige davon haben es auch tatsächlich geschafft. Deshalb war es für die Spieler umso schockierender, als es dem unterschätzten Kefka dann doch gelingt. Was für ein Clown. Und dann immer dieses Lachen. Ab und zu höre ich es nachts noch. Wie ging es nochmal? Da, hört ihr es auch? Jetzt verfolgt es mich schon am Tag. Nach der Apokalypse fanden sich die Spieler in der Welt des Ruins wieder, die dann der Hauptschauplatz von Final Fantasy VI war. Trommelwirbel für Platz 1. Aerith's Tod. Oh nee, natürlich musste das Nummer 1 sein. Ich weiß jetzt noch, wie ich damals geheult habe. Der wohl emotionalste Moment in der Final Fantasy Reihe. Gerade als die Spieler mehr über das fröhliche Blumenmädchen erfahren haben und sie sich zu einem beliebten Charakter entwickelt hat, wird sie völlig ohne Grund und auf brutale Weise aus dem Spiel gerissen. Der Verlust war sowohl für die Final Fantasy VII Charaktere als auch die Spieler mehr als tragisch und hinterließ eine große Lücke in unseren Herzen. Oh, das hat alte Wunden wieder aufgerissen. Ich werde nie über den Moment hinwegkommen. Nein, ich weine nicht. Du weinst.